Vielleicht hätten wir doch nicht so lange Skat spielen sollen. Gestern hatten wir noch genug Wurst und Käse, um eine ganze Kompanie durchzufüttern. Also, wer von euch beiden war's? Ich war's. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Und immer wenn ich nicht schlafen kann, dann plündere ich den Kühlschrank, das weißt du doch. Frustesser haben ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. Ja, ich gehe nachher einkaufen. Gestern durfte man dich ja nicht auf Vera ansprechen. Heute auch nicht. Ständiges drüber reden bringt mich auch nicht weiter. Manchmal tut's ganz gut, über seine Probleme zu sprechen, Herr Gruber. Aber mir nicht, Herr Doktor. Er will halt nicht. Oh, ich brauche jetzt erstmal einen starken Kaffee. Sonst komme ich gar nicht zu mir. Ja, ich auch. Es ist ja auch wirklich sehr spät geworden heute Nacht. Ja. So habe ich die Vera überhaupt noch nicht erlebt. Aber reden wollte sie auch nicht über ihn, Johann. Na, die wollte auch nicht allein nach Hause. Und es ist gut, dass dir das mit dem Spielen noch eingefallen ist. Ja, da wollte sie überhaupt nicht mehr aufhören. Ja, ich nehme an, weil sie nicht in die leere Wohnung wollte. Wir müssen uns um sie kümmern, Alfons. Ja, erstmal muss sie sich selber über ihre Gefühle klar werden. Vorher nutzt das ganze Reden nichts. Ja, das ist schon richtig. Aber manchmal ergibt sich ja sowas erst aus einem guten Gespräch. Die wollte keine Sekunde ohne Johann zu Hause sein. Dann war sie auch bei uns. Weißt du, was das bedeutet? Wie schaut's jetzt aus mit dem Kaffee, Hildegard? Hä? Ob du weißt, was das bedeutet, Alfons? Das bedeutet, dass sie ihn liebt. Ja, das mag ja sein, aber darüber muss sie sich erst einmal selber klar werden. Und dann auch noch der Johann. Wir mischen uns da jedenfalls nicht ein. Hildegard, hast du mich verstanden? War dem Frühstück schon so fleißig? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Trinkst du einen Kaffee mit mir? Gerne. Bedien dich. Darf ich? Bitte. Vorsicht, nicht kleckern. Das ist mein Bericht über den Chefkoch des Fürstenhofs. Da darf ich natürlich nicht hinschauen. Herr André Konopka erhält einen Stern. Aber natürlich nur wegen deiner Kochkünste. Und du bist natürlich unbestechlich. Wo du vielleicht noch einen zweiten Stern verdient hättest. Du machst mich verlegen. Hast du dir mein Angebot überlegt? Als Sternekoch hättest du gute Chancen in dem Kölner Hotel. Ja, das ist ein verlockendes Angebot. Eine Top-Adresse. Und du wärst in meiner Nähe. Eine wunderbare Aussicht. Aber es geht leider nicht. Ich kann meinen Bruder nicht hängen lassen. Schade. Oh, muss gehen. Ich muss noch ein paar E-Mails schreiben. Oh. Morgen, Frau Mühlbauer. War das Frühstück zu Ihrer Zufriedenheit? Alles bestens. Vielen Dank, Herr Saalfeld. Entschuldigen Sie, ich habe noch zu tun. Setz dich doch noch einen Moment. Die wirkte ja ganz konziliant. Und? Weißt du schon was? Ja. Na, komm, spann mich nicht auf die Folter. Ich hab den Stern. Was? Großartig, gratuliere. Danke. Aber da ist noch was. Und was? Sie hat mir ein interessantes Angebot gemacht. Ein renommiertes Hotel in Köln würde mich mit Kusshand nehmen. Sie hat dich abgeworben? Na, sie hat den Kontakt vermittelt. Aber es ist wirklich ein verlockendes Angebot. Ich würde wesentlich mehr verdienen als hier. Du überlegst aber nicht ernsthaft zu kündigen. Das gute Gehalt, da kommt man schon ins Grübeln. Sag mal, willst du mir die Pistole auf die... Sei doch nicht so aufbrausend. Ich muss an die Arbeit. Die Küche ruft nach ihrem neuen Sternekoch.
Entschuldigung, ich melde mich gleich nochmal. Ja, bitte. Herr Doktor, ich weiß, es ist keine Sprechstunde. Kommen Sie noch rein, Herr Gruber. Geht's Ihnen nicht gut? Ich bräuchte nur ein paar Tabletten. Ich habe so einen Druck auf der Brust. Ja. Lassen Sie mich mal sehen, bitte. Nein, ich will Sie wirklich nicht stören. Schreiben Sie mir doch einfach ein Rezept aus. Also, bevor ich das tue, wüsste ich schon gerne, woher der Druck in der Brust kommt. Legen Sie doch bitte ab. Die letzten Untersuchungen waren ja ganz zufriedenstellend. Aber noch nicht diesen Ärger. Sie meinen Ihren Beziehungsstress? Sie wissen ja, dass jede Art von Aufregung Gift für Sie ist. Also es wäre schon gut, wenn Sie Ihre private Situation so schnell wie möglich regeln könnten. Ich brauche jetzt nicht Ihre Ratschläge, ich brauche Sie als Arzt. Herr Gruber, für das, was Sie quält, hätte ich nicht Medizin zu studieren brauchen. Sie lieben Vera und schaffen es nicht, ihr zu verzeihen. Das ist das Problem. Das heißt doch immer, Liebe versetzt Berge. Aber bei mir klappt es nicht. Mein Problem bleibt da, wo es ist. Sie meinen Herr Obote? Ja, kennen Sie sonst noch einen Mann, der mir meine Frau wegnehmen will? Ich untersuche Sie jetzt mal gründlich. Und wenn ich nichts Auffälliges finde, überlegen wir, wie wir gegen Ihre ganz spezielle Krankheit angehen können. Einverstanden? Nee. Wir überlegen gar nichts mehr. Ich habe es Ihnen heute Morgen beim Frühstück schon gesagt. Reden hilft nichts mehr. Tabletten helfen aber auch nicht. Hier, die Handtücher. Okay, ich pack sie gleich weg. Och, bin ich müde. Das wundert mich nicht. Ich bin zwar gestern sehr spät nach Hause gekommen, aber da warst du noch nicht da. Ich hab's alleine zu Hause nicht ausgehalten. Da bin ich halt zu den Sonnenbichlers. Erst habe ich ihnen was vorgeweint, aber dann, weil ich nicht nach Hause wollte, haben wir die halbe Nacht mit Spielen verbracht. Du vermisst Johann schon sehr, was? Ja, mehr als ich dachte. Heißt das, du hast dich jetzt doch für ihn entschieden? Ja, das mit Joshua, das waren nur die Erinnerungen. Das hat mich durcheinander gebracht. Und jetzt? Jetzt zählt nur die Zukunft? Und die ist Johann. Bist du dir ganz sicher? Manchmal braucht man eben eine Weile, um sich über seine Gefühle klar zu werden. Aber vielleicht ist es ganz gut so. Was soll denn daran gut sein? Durch die Verunsicherung wurde ich gezwungen, nachzudenken. Und jetzt bist du dir klar geworden? Man nimmt die Liebe oft viel zu selbstverständlich. Wenn es dann nicht so glatt geht, dann ist das eine Chance, sich seine Gefühle bewusst zu machen. Ich dachte immer, bei der wahren Liebe geht's nur geradeaus. Wichtig ist das Ziel. Und du bist jetzt angekommen? Nur leider weiß Johann nichts davon. Sag's ihm. Er redet nicht mehr mit mir. Und nachlaufen werde ich ihm nicht. Aber es ist schön, dass du mich jetzt wenigstens verstehst.